Hallo Elektronikfreunde, hier mal ein kleiner Zwischenbericht zu meinen derzeitigen 3D-Druck-Exemplaren. Also die Sachen, die ich so gedruckt habe, sind eigentlich zwei hauptsächliche Dinge, die ich hier gemacht habe. Das eine ist dieses Teil. Und zwar, vielleicht kennt es jemand, der eine Kamera hat. Ich habe jetzt also die Kamera in der Hand. Und dieses Teil, das ursprüngliche, ist mir abgebrochen, beziehungsweise diese Schrägen sind abgebrochen. Und auch vorne hier im Original, sodass ich das hier mal nachgedruckt habe. Diese Schraube, da, also hier oben kommt ja die Kamera, die wird dort angeschraubt mit dieser Schraube. Und das Ganze wird dann hier in das Stativ eingeklemmt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das einfach so machen kann. Ich sehe das hier nämlich nicht so. So. Passt. Und also Kamera kommt oben rauf. Und ja, das passt und ist fest. Allerdings ist mir da auch was ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich habe das Teil selber gezeichnet. Und man sieht hier, da ist so eine Lücke. Und ich habe mich leider vermessen. Und zwar sieht man das vielleicht hier in dem inneren Quadrat. Also dieser Steg ist zu dünn. Der ist genau um 1 mm zu dünn, der hier. Ja, also wenn man es genau jetzt vergleicht. Und deswegen kommt es dazu hier zu so einer Lücke. Und für mich war erstaunlich, dass der sozusagen das relativ gut überbrücken könnte. Ich meine, gut, da ist jetzt noch so ein Rest, aber an sich hält das Teil und ich setze jetzt das eigentlich auch ein. Also das war eigentlich mein erster Druck, beziehungsweise auch mein erstes Teil, was ich selber erstellt habe mit Autodesk Inventor. Und ein zweites Teil, was ich gemacht habe, das zeige ich mal jetzt gleich. Moment. Viele kennen ja das Problem hier mit diesen Boxen in diesen Sortierkästen. Manchmal fallen die runter oder so aufgrund von Gewicht, von Schrauben, die da drin sind, dann bricht es hier ab. Oder wie hier in dem anderen Fall bricht es hier an der Seite ab. Und deswegen habe ich mir das jetzt hier mal ausgedruckt, auch zuvor erstellt. Ist also gerade frisch noch im Drucker. Hat ungefähr 6,5 Stunden gedauert. Man sieht hier sehr schön das Stützmaterial darunter. Ich habe versucht natürlich auch diesen Griff dort irgendwie ja, zu modellieren. Und die Wandstärke ist natürlich etwas dicker als beim Original, aber so, wenn ich das hier so ranhalte, müsste es eigentlich ganz gut passen. Und jetzt werde ich es erstmal abmachen und dann mal zeigen, wie es nachher in dem Sortierkasten aussieht. So, ich habe jetzt das Stützmaterial hier mal abgemacht. Also hier ist der Griff. Der sieht im Original etwas anders aus, aber spielt an sich keine Rolle. Der Druck an sich ist okay. Er ist jetzt nicht super glatt hier, aber für mich hier, für das Fach reicht es völlig aus. Man sieht hier auch so ein paar Nasen noch, also vom Stützmaterial bzw. ja, auf der Unterseite vom Druck so ein bisschen. Aber das ist für mich vollkommen okay. Und wie man sieht, man kann hier auch diese Trennwände reinmachen. Ich habe extra hier diese Nut drin auf jeder Seite, sodass ich also diese Trennwände reinbekomme. Und ist natürlich jetzt nicht durchsichtig, aber gut, das ist mir an sich in dem Moment auch egal gewesen. Und jetzt kann ich das eben hier reinmachen, da wo es fehlt. Und so passt das. Ja, das war nur so ein kurzer Zwischenbericht über meine 3D-Druckkünste. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.